Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Real Madrid Trainerkarriere. Die letzte Folge ist schon wieder 2 Tage her. Heute geht es hier weiter und zwar mit dem Halbfinale. In der letzten Folge bzw. in den letzten 2 Folgen haben wir ja das Hin- und das Rückspiel gegen Barcelona gespielt und mit einem Gesamtergebnis von 4:2 sind wieder weitergekommen. Das heißt, wir sind im Halbfinale und hier sehen wir schon unseren Gegner. Das wird natürlich Atletico Madrid, haben wir ja am Ende der letzten Folge nochmal uns angesehen. Und ja, mit dem Match starten wir hier direkt rein und anders als eben das Viertelfinale werden wir hier in dieser Folge direkt das Hin- und das Rückspiel spielen. Und ja, mal schauen, wenn wir weiterkommen, dann gibt es in 2-3 Tagen das Finale mit dem Champions League Finale, also das Finale von dieser Saison mit dem Champions League Finale. Und ja, falls wir heute ausscheiden sollten, dann gibt es morgen nochmal eine kurze Folge, wo wir hier den Rest simulieren und einfach mal schauen, ob wir in der Liga uns vielleicht noch den Titel holen können. Ich glaube, wir sind 3 oder 5 Punkte hinter Barca, weiß ich jetzt gar nicht genau. Wird also sowieso schwer genug, das Ganze aufzuholen. Mal schauen. Und natürlich nach der Saison gibt es hier, das sieht man jetzt noch nicht, aber normalerweise müssten wir dann hier die Europameisterschaft mit den Niederlanden haben. Die wird es dann aber erst ein bisschen später geben, denn ich will hier mit dem WWE Universe Mode starten. Jetzt aber hier genug gelabert, wir starten direkt rein hier mit dem ersten Match auswärts gegen Atletico. Mit der ersten Elf natürlich hier wieder mit Ødegaard und Fabian, weil Pogba und Casemiro noch verletzt sind. Wir starten rein, let's go! So, und los geht's hier mit dem ersten Halbfinale hier, Hinspiel hier im Wanda Metropolitano von Atletico. Alle am Start, wie gesagt, außer Pogba und Casemiro, die sind weiterhin verletzt. Ich habe jetzt auch nachgeschaut, wann Casemiro wieder fit ist, und zwar in etwa 4 Wochen. Das heißt, wenn wir ins Finale kommen würden, dann ist er dann möglicherweise schon wieder fit. Pogba hat sich für 4 Monate verletzt, das heißt, ja, der wird in dieser Saison gar keine Rolle mehr spielen. Und jetzt starten wir rein gegen Atletico. In der Liga hatten wir ja auch 2 Matches, glaube ich, schon gegen Atletico und auch ein Supercopa-Finale. Am Anfang hier in der Transferphase noch, hier im Januar oder so. Und da haben wir ja, glaube ich, bisher alle Matches gegen Atletico gewonnen. Das heißt, 3:0 steht hier für uns gegen Atletico. Aber das sind hier auf jeden Fall die wichtigsten Spiele hier. 2x Champions League, denn die wollen wir natürlich hier gewinnen. So, let's go. Guter Start hier über Havertz, Mbappé. Nachschuss, da kommt er leider nicht mehr ran hier an den Ball. Sah zuerst so aus, als ob er hier nochmal an den Ball kommt. Richtig starker Schuss. Schön übernommen, aber leider dann nur der Pfosten. Aber wieder richtig guter Start hier. Direkt kommen wir hier wieder über Ødegaard, Mbappé. Das war abseits. Ball ist zwar im Tor, aber das war natürlich ganz klar abseits hier. Jawohl, stark abgefangen hier. Und da kommen wir über Ødegaard. Wir müssen hier irgendwie abspielen. Aber wohin? Wir gehen einfach mal. Ødegaard, dann gibt es halt die Flanke hier. Gut, nochmal raus hier auf Hazard vielleicht. Schön gemacht. Und da ist Sterling. Richtig schön gespielt hier wirklich. Aber leider nur das Außennetz hier. Gleich 30 Minuten um hier. Wir sind auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Aber uns fehlt noch der Treffer. Doch Fabian und raus hier auf Alaba. Der war gefährlich, der Pass hier. Jetzt kommt vielleicht mal Atletico hier über Cuadrado, der spielt hier bei Atletico. Varane und Ramos machen das dann hier hinten in der Verteidigung. Und da kommen wir über Havertz direkt hier im Gegenangriff. Über Ødegaard und Mbappé, kriegt er den Mbappé? Nicht mit dem 1:0, Sterling nochmal vielleicht. Sterling, Hazard, Alaba. Und der geht leider ins Aus. Kein guter Kopfball hier. Bleiben wir hier vielleicht trotzdem irgendwie am Ball. Leider nicht. So, da haben wir ihn schon wieder. Stark gemacht. Und Fabian, Ødegaard mit dem Schussversuch einfach mal. Das Tor fehlt einfach nur noch. Die Chancen haben wir hier wirklich nacheinander. Das gibt's doch nicht. Natürlich war das richtig schlecht von hinten rausgespielt, aber dann macht er den hier so einfach. Jetzt sind wir hier in Rückstand. Natürlich war das ein ganz schlechter Abstoß hier von hinten. Aber trotzdem,
extrem ärgerlich, den macht er hier einfach aufs kurze Eck, keine Chance mehr für Ederson. Da sind wir jetzt in Rückstand, nachdem wir ja viel mehr Chancen hatten. Atletico eigentlich mit gar keiner wirklich gefährlichen Chance. Sehr ärgerlich. So, und hier geht es auch schon direkt weiter mit der zweiten Halbzeit hier. Und da schicken wir direkt Mbappé. Guter Pass, Mbappé. Wieder eine gute Möglichkeit. So langsam muss doch endlich mal hier der erste Treffer für uns fallen. Ramos. Jawohl, wichtig hier vom Varane. Jetzt vielleicht hier der Konter. Atletico sehr offensiv hier. Jetzt über Sterling hier und mit Tempo. Let's go. Hier rüber nochmal. Schön auf. Let's go. Ich keine Ahnung, wer war das hier? Hazard war das mit dem Ausgleich. Jawohl, ich habe das hier gar nicht gesehen, wer das hier war. Schöner Pass hier rüber auf Hazard. Und dann machen wir hier das 1:1. Echt gut gespielt hier im Konter. Direkt hier genommen den Schuss. Den Ball und dann reingeschossen hier zum 1:1. Schöner Treffer wirklich. 1:1, die 53. Minute, auf jeden Fall mal hier das Wichtige auswärts, aber ich will hier auf jeden Fall gewinnen. Wir sind so viel besser. Ein blöder Fehler und Atletico hat das Ganze genutzt zu ihrem Treffer. Einfach so weiterspielen, dann geht da auf jeden Fall noch was für uns. Und das ist das 2:1. Aus dem Nichts hier. Jawohl, was für ein Fehler hier. Und Mbappé nutzt das Ganze. Wie ist das denn jetzt gegangen? Auf einmal kriege ich hier den Ball vor dem Tor. Was ein Fehlpass hier in der Defensive. Wir machen hier auch schnell den Wechsel. Wir wechseln Vinicius hier für Sterling ein und Mbappé nutzt das Ganze. Da war ich selbst ganz überrascht. Aus dem Nichts hier einfach kommen wir hier an den Ball und Mbappé mit seinem zweiten Treffer und wir führen hier mit 2:1. Voll Varane, sehr stark. Varane nochmal Varane hier. Und Odriozola in die Mitte hier, jawohl. Und Hazard hier schicken, jawohl. Und die Flanke vielleicht einfach mal. Verteidigt von Atletico, 75 Minuten sind um. Gleich werde ich die nächsten Wechsel machen. Und vielleicht geht ja noch hier der dritte Treffer. Der wäre auf jeden Fall verdient. Atletico ohne wirkliche Chance hier. Jetzt vielleicht mal hier. Das ist wieder ganz schwach hier. So, Ramos, das war überhaupt nicht gut. Das gibt's doch nicht. Jawohl. Wenn wir jetzt nochmal hier so ein Tor bekommen hätten, das wäre echt ärgerlich gewesen. Havertz verliert hier leider einen Ball und damit war es das hier dann wahrscheinlich. Oder kommt Atletico nochmal? Jawohl, wichtig von Ramos hier. Das war's dann jetzt hier hoffentlich. Ederson hat das Ding und rausschießen. Und das war's hier. 2:1 Sieg geht in Ordnung, aber wir hätten echt höher gewinnen können. Atletico ohne wirklich, ja, richtig gefährliche Chance eigentlich. Ein Fehler von uns und das haben sie hier ausgenutzt. Hier sehen wir es, 3 Schüsse nur. Und ja, 9 Schüsse für uns. Wir hatten echt richtig gute Möglichkeiten, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber zum Glück ja, hat dann Atletico auch einen Fehler hier gemacht. Schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Der Einwurf von Atletico und dann, keine Ahnung, wer das hier war, schenkt hier Mbappé einfach den Ball. Und wir nutzen das Ganze zum Glück hier. Ist mir so auch noch nie passiert hier. Und wir führen hier dann mit 2:1. Und dann gewinnen wir hier das Auswärtsspiel mit 2:1. Geht auf jeden Fall in Ordnung. Das sollte eigentlich kein Problem mehr sein fürs Heimmatch. Das müssen wir dann theoretisch nur mit 1:0 gewinnen. Sollte aber eigentlich kein Problem mehr sein. Jetzt hier noch schnell das Spiel hier gegen Athletic Bilbao simulieren. Und dann gehen wir schon direkt wieder rein ins Rückspiel. Wir gehen das Ganze natürlich hier mit unserer zweiten Mannschaft an. Und hier im Mittelfeld habe ich natürlich hier Ødegaard und Fabian auch ausgewechselt, weil die ja dann gegen Atletico wieder spielen werden. Ja, ich habe einfach zwei meiner Jugendspieler reingepackt. Hoffentlich reicht das Ganze hier trotzdem Auswärtsmatch. Wir sehen hier unten nochmal die Tabelle und zwar haben wir ja 3 Punkte Rückstand. Wir sollten hier eigentlich keine Punkte mehr abgeben. Deshalb wäre hier der Sieg echt extrem wichtig. Bilbao auswärts, jawohl, 3:0 Sieg. Richtig stark hier. Tolisso, Havertz und Jovic mit den Treffern. Und damit haben wir vielleicht mal Punkte aufgeholt. Wir schauen nochmal schnell auf die Tabelle, bevor es reingeht ins Rückspiel. Und hier bekomme ich leider die Nachricht, dass sich Varane auch verletzt hat. Und zwar für 3 Wochen. Das ist extrem ärgerlich, denn der hat wirklich richtig stark gespielt gegen Atletico. Leider hier auch für 3 Wochen raus. Würde dann erst im Champions League Finale wieder spielen. Jetzt schauen wir nochmal schnell hier auf die Tabelle. Und zwar
Haben wir tatsächlich? Nein, haben wir nicht Punkte aufgeholt. Wir haben zwar gewonnen, allerdings ja, hat Barca noch ein Spiel weniger, sehen wir hier erst. Und ja, müssen wir dann also erst nach dem Atletico-Match nochmal reinschauen. Jetzt aber hier rein ins Rückspiel. Let's go! So, das Rückspiel steht hier an gegen Atletico. 2:1 Führung, mit der gehen wir hier rein. Wenn wir hier weiterkommen, sind wir im Finale. Und unser Gegner wird dann entweder natürlich Inter oder Liverpool werden. Ich habe da jetzt gar nicht gesehen, wie dort das erste Spiel ausgegangen ist. Das sollten wir hier weiterkommen, werden wir natürlich auch noch nachschauen, wer dann unser Finalgegner wird. Und jetzt würde ich sagen, starten wir hier rein. Hier nochmal unsere Mannschaften. Ich spiele hier nicht mit Militiao. Ja, das Ganze habe ich jetzt vergessen mit Militiao. Das heißt, in dem Fall spielt hier jetzt ein Azpilicueta. Als Innenverteidiger ist, denke ich, aber nicht so schlimm. Der ist hier auch nicht so schlecht. Rest ist natürlich wieder ganz normal, wie auch in den letzten Spielen schon. Und jetzt starten wir hier rein in dieses wichtige Rückspiel, wo aber eigentlich nichts mehr passieren sollte, nachdem wir eigentlich schon ein gutes Hinspiel hier gemacht haben. Erstmal hier guter Pass auf Sterling. Kriegen wir den noch? Ja, war wohl leider schon im Out. Atletico muss auf jeden Fall zwei Treffer erzielen. Ein 1:0 würde natürlich nicht reichen. Da kommen sie auch schon mal direkt. Ja, den haben wir natürlich hier mit Ramos. Und hier ist Platz auf der rechten Seite für Koke. Nicht schlecht gespielt. Die erste wirklich gute Chance hier für Atletico. Ederson passt aber auf. So, und Havertz hier. Und Hazard kommt hier. Hazard wird gerne nochmal abspielen hier. Hazard, dann schießen wir halt. Und der war nicht mal ungefährlich hier. Gute Möglichkeit, guter Schuss von Hazard. 20 Minuten sind um. Und hier kommt wieder Atletico. Kein Foulspiel hier zum Glück. Und jetzt hier vielleicht die Kontermöglichkeit über Sterling. Der kommt leider nicht an den Ball. Geht hier echt hin und her. Atletico macht auf jeden Fall mehr als im Hinspiel. Aber hier kommen wir über Ødegaard, Havertz und Mbappé mit der Führung. Jawohl. Das ist schon mal hier ein perfekter Start hier. Das heißt Start. 30 Minuten hat das hier gedauert, aber auf jeden Fall hier vor der Halbzeit mal die Führung und die können wir hier hoffentlich halten. Mbappé mit dem 1:0. Wieder hier Mbappé, der hat gegen Barca schon 4 Treffer gemacht und jetzt hier gegen Atletico sein 3. Treffer. 9 Treffer hier in der Champions League Saison schon. 3:1 Führung, Atletico braucht 3 Treffer. Das sieht jetzt echt schon sehr gut aus. Und Atletico kommt hier nochmal und holt sich hier den Eckball. Noch 10 Minuten hier bis zur Halbzeit. 1:0 Führung zur Halbzeit wäre natürlich schon schön. Gut von Ederson. Sterling, schön rausgespielt. Herr über Odriozola, gut. Schön rausgespielt ist anders. Hier direkter Ballverlust wieder. Jetzt müssen wir mit Sterling verteidigen. Jawohl, und das macht er hier tatsächlich. Stark geblockt. Jetzt vielleicht hier über Odriozola. Wieder kein guter Pass, aber stark von Fabian. Und jetzt die Möglichkeit hier für uns für den nächsten Treffer vielleicht. Fabian, da ist Platz. Und Mbappé, Mbappé mit dem nächsten Treffer. Treffer Nummer 4 gegen Atletico. 4:1 Gesamtführung jetzt. Da darf eigentlich nichts mehr schief gehen. Atletico braucht 4 Treffer jetzt. Richtig stark wieder gespielt hier. Fabian und Ødegaard, die spielen wirklich so stark. Da merkt man wirklich überhaupt nicht, dass Casemiro und Pogba verletzt sind. Und Mbappé macht einfach jedes Ding rein. 4-mal gegen Barca, 4-mal gegen Atletico hier. 10. Champions League Treffer, obwohl er in der Gruppenphase eigentlich fast nie gespielt hat. Und jetzt haben wir hier gleich die Halbzeit und dann können wir hier ganz entspannt die zweite Halbzeit angehen. Oder kommt hier nochmal Atletico? Kein guter Pass. Ja, gut. Ederson hat das Ding, raus damit und das war's dann hier wohl oder geht vielleicht sogar noch was. Das war, denke ich, abseits hier von Ødegaard. So ist das Ganze und damit sind wir, denke ich, angelangt hier in der Halbzeit. Halbzeit hier, 2:0 Führung, da darf nichts mehr schief gehen. Das wird eine entspannte zweite Halbzeit, denke ich mal. Und das war hier mal ein guter Start von Atletico. Gefährliche Möglichkeit wieder. Atletico hat auf jeden Fall mehr Chancen als im Hinspiel. Allerdings haben sie hier keinen Treffer.
Und schon wieder kommt hier Atletico. Aber 4 Treffer sind dann, denke ich, auch nicht möglich. Auch wenn sie jetzt hier mal vielleicht einen Treffer machen werden. Die kommt an. Und der ist auch drinnen hier. Joao Felix macht den 2:1 Anschlusstreffer hier. Allerdings fehlen natürlich immer noch 3 Treffer. Und das war hier ein richtig starker Pass auf Mbappé, der vielleicht seinen nächsten Treffer macht. Das gibt's nicht. Der geht leider daneben. Erstmals macht hier Mbappé nicht seine Chance rein. Wieder ähnlich die Möglichkeit, aber der geht erstmals neben das Tor. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal ein paar Wechsel. 60. Minute, da passiert eigentlich ja ganz sicher nichts mehr. So, wir bringen mal wieder hier Rodrigo, der hat schon lange nicht mehr gespielt. Jovic bringen wir auch, denke ich mal, für Ødegaard. Und wir stellen hier Hazard ins zentraloffensive Mittelfeld. Und dann bringen wir hier noch im Mittelfeld vielleicht Tolisso könnte ich hier gebrauchen, aber okay, dann bringen wir halt Vinicius. Ist zwar ein bisschen offensiver, aber egal. Vielleicht machen wir noch ein paar schöne Treffer hier. Gut, ich spiele mal lieber ab. Ich glaube, da wäre ich einfach nicht mehr durchgekommen. Ja, hätte ich nicht rauskommen müssen. Atletico macht hier das 2:2. Fehlen immer noch 2 Treffer. Aber da hätte ich eigentlich ja besser drin bleiben sollen. Einfach konzentriert weiterspielen, dann passiert da auch nichts mehr. Und Jovic, Jovic! Macht nicht den Treffer. Nur der Pfosten hier. 80. Minute. Atletico braucht 2 Treffer. Und wir sind hier näher dran an unserem Treffer als Atletico am 3. Und hier einfach mal Fabian vielleicht mit der Schusschance. So, die Nachspielzeit läuft schon. Ederson haut den Ball hier nochmal ins Aus. Gibt hier nochmal Eckball für Atletico. Aber wir sind auf jeden Fall im Finale dabei. Das heißt, in 2-3 Tagen gibt es dann das Finale hier. Gegen Inter oder Liverpool, das werden wir hier gleich sehen nach dem Match. Vielleicht gibt es hier nochmal die Möglichkeit über Vinicius. Nein, gibt es nicht, das war es hier, egal. 2:2, hier das Heimspiel. Nach dem 2:1 Sieg sind wir hier dann weiter mit einem Gesamtergebnis von 4:3. Sieht knapper aus, als es dann war. Auf jeden Fall hier waren wir auch wieder die bessere Mannschaft, hatten genug Chancen hier noch, ja, auf jeden Fall noch ein paar draufzusetzen. Hab dann ja mit Ederson vielleicht ein bisschen was riskiert hier und war dann auch vielleicht ein bisschen zu offensiv, aber ist egal, hier nur das 2:2. Wir sind auf jeden Fall mit dabei im Finale. Jetzt schauen wir, wer unser Gegner dann wird im Finale in der nächsten Folge. Und zwar hat hier Liverpool mit 3:0 gewonnen. Dieses Rückspiel, nachdem hier Inter mit 1:0 gewonnen hat, das erste. Das heißt, gesamt 3:1. Das heißt, das Finale wird Liverpool gegen Real werden. Und ist aber, denke ich, dann auf jeden Fall der spannendere Gegner als hier Inter. Und ja, könnte ein richtig nices Match werden. Real gegen Liverpool. Das gibt es also in der nächsten Folge dann, die in 2 bis 3 Tagen online kommen wird. Davor, vor dem Finale, werden wir hier auch noch die 4 Matches, wenn wir jetzt dann in der nächsten Folge simulieren, wie sind. Jetzt schauen wir mal, ob Barca das Nachtragsspiel gewonnen hat oder nicht. Und zwar haben sie das Ganze gewonnen. 3 Punkte Vorsprung weiterhin. Könnten wir theoretisch noch aufholen. Mal schauen, die 4 Matches werden wir, wie gesagt, simulieren. Danach gibt es nächste Folge das Finale. Das wird, denke ich, richtig nice werden. Das, was hier von dieser Folge, waren 2 nice Matches. Wir sind im Finale mit dabei. Das ist das Wichtigste. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge beim Finale dann. Und bis dahin, wieder schauen und reingehauen.